Die Badminton-Finals bei Jugend trainiert für Olympia. Da traf sich die Elite des schnellsten Racketsports der Welt. Mit über 400 Stundenkilometern wird der Ball übers Netz gescheppert. Der Weltrekord liegt übrigens bei 493 Kilometern pro Stunde, geschlagen von Tan Boon Heong aus Malaysia. Die besten Voraussetzungen also für spektakuläre Endkämpfe. Man könnte Bücher schreiben darüber. Manch einer sagt, Schach spielen tausendmal schneller, weil du musst Strategien entwickeln in Bruchteilen von Sekunden, umschalten von schnell auf langsam, hoch, tief, links, rechts, oben, unten spielen. Wer einmal damit anfängt, aktiv zu spielen, hört nie wieder auf. Mitreißender Sport bedeutet mitreißende Stimmung. Hamburg war sogar mit einem Fanbus vor Ort. Die 50-köpfige Besatzung besuchte während Jugend trainiert diverse Sportarten, um ihre Hansestädter anzufeuern. Heute also beim Badminton. Da sahen sie ihr Team im Finale der Wettkampfklasse 2, sprich das sind die 14- bis 17-Jährigen. Allerdings kam der Favorit aus Mülheim. Es ist ganz einfach. Mülheim ist der Bundesstützpunkt, das Bundesleistungszentrum. Dort versammeln sich im Prinzip aus allen großen Landesverbänden, gerade im Westen, die Spieler und werden dort von Bundestrainern auch entsprechend intensiv und aktiv gefördert. Im Gepäck hat das Team aus Nordrhein-Westfalen Yvonne Lee. Sie ist U17-Europameisterin und die jüngste Badminton-Nationalspielerin aller Zeiten. Eigentlich kommt das Talent aus Hamburg, heißt hier spielte sie gegen alte Bekannte. Klar, also ich kannte alle, habe mit denen auch früher immer trainiert. War halt schon komisch, wenn Hamburg aufgerufen wird und nicht für Hamburg zu spielen, aber... Hamburg wird sie vermissen, denn sie gewann ihr Einzel souverän und holte damit den vierten Punkt für ihre Mannschaft. Nordrhein-Westfalen siegte dadurch im Finale und wurde deutscher Schulmeister. Wer sich jetzt aber fragt, welcher vierte Punkt? Hier die kurze Erklärung. Es wurden 7 Partien gespielt, 2 Jungen und 2 Mädchen, Einzel jeweils, ein Doppel und dann ein Mixed Match, also Jungen und Mädchen zusammen. Und dieses gemischte Doppel entschied bei den 12- bis 15-Jährigen über den Gesamtsieg. Da kämpfte Team Thüringen gegen den deutschen U15-Meister Shenyang Liang. Wie soll es anders sein? Er spielt für die Badminton-Hochburg Mülheim. Und das war eine richtig enge Kiste. Satz für NRW, Satz für Thüringen. Und dann führten die beiden Mitteldeutschen 20 zu 18. Matchball und rein ins Vergnügen. Herzlichen Glückwunsch ans Sportgymnasium Jena. Naja, also man kann schon sagen, dass man da schon anfängt so zu zittern und nachzudenken, ja, schafft man das nicht. Aber dafür ist dann gerade auch der Partner da, der einen dann ein bisschen runterholt. Und dafür ist ja auch dieses gegenseitige Anfeuern da, dass man dann selber sagt, ja, komm, wir schaffen das. Und dann geht das auch. Blitzschnell, kraftvoll und dynamisch Badminton bei Jugend trainiert für Olympia. Großer Sport und große Emotionen.